Vortrag. Wir sind Nadja Lamisch und Christiane Meyer-Stadtherr aus München. Wir beide waren in den letzten Monaten in dem Joomla Backend-Team zugange und haben mitgeholfen, dem Backend ein neues Kleid zu verschaffen. Das Template ist eine Sache, das Backend ist eine viel umfassendere Sache. Wir wollten euch bitten, Fragen erst am Ende zu stellen und also jetzt einfach mal den Vortrag zu genießen. Wir wollen euch nämlich helfen, eure Basalganglien umzuprogrammieren. Ich wette, dass die meisten von euch nicht wissen, was Basalganglien sind. Es ist eine Hirnregion und ganz grob gesagt ist es die Hirnregion, die für automatische Abläufe zuständig ist. Also wenn ihr schwimmen könnt, schwimmt ihr auf eine bestimmte Art. Meistens lernt man als Kind das Brustschwimmen. Wenn ihr dann einen Trainer bekommt, der euch sagt, dass das alles ganz falsch ist und ihr vollkommen anders schwimmen müsst, dann müsst ihr erstmal vollkommen umdenken und werdet das unter Umständen ablehnen. Wenn ihr jetzt das neue Backend, die neue Joomla-Version, bei euren Kunden einsetzt, dann könnt ihr mit drei Arten von Reaktionen rechnen. Manche Leute wollen partout ihre Gewohnheiten nicht ändern. Sie stehen auf dem Standpunkt, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht, sagen wir in Bayern. Andere sagen, wow, super, was Neues. Und ich bin einer von diesen Typen, die sagen, ja, schauen wir mal. Die Nadja wird euch jetzt durch dieses Backend durchführen, durch die neuen Funktionen und durch das neue Kleid, sodass ihr euren Basalgang hier und da aufhelfen könnt. Bitte, Nadja. Danke. So. Ja, ich möchte euch ein bisschen was zeigen, dass eure Basalganglien praktisch schon mal anfangen, sich etwas umzuprogrammieren auf das neue Joomla 4 Backend. Ja, das Joomla Backend hat wie Joomla selbst und vieles andere auch eine gewisse Evolution durchlaufen. Von der Version 1.0 auf jetzt dann 4.0. Es kamen neue Funktionen hinzu. Es kam vielleicht auch die eine oder andere weg und immer musste es irgendwie ins Backend integriert werden. Das heißt, es kamen neue Menüpunkte hinzu, man musste die Menüs neu organisieren und so weiter. Man musste sich immer ein bisschen anpassen und gucken, ach, wo finde ich denn diesen neuen Punkt jetzt? Dabei sollte das Ganze natürlich irgendwie übersichtlich bleiben und dass man möglichst schnell zu den einzelnen Punkten kommt. Jetzt für die Version 4 kommen eben wieder einige neue Sachen hinzu und ein großer Teil oder wichtiger Teil war eben auch, dass das Ganze responsive gut funktioniert und Accessibility. Und dadurch haben wir wieder das Backend etwas umgebaut oder deutlich umgebaut. Wie bereits erwähnt, gibt es gewisse Forderungen, die es an dieses Backend-Template gibt. Wie schon erwähnt, gibt es immer mehr Funktionen. Zum Beispiel ganz groß der Workflow. Ich weiß nicht, der ein oder andere war vielleicht gerade beim Benjamin im Vortrag darüber. Es gibt einen neuen Media Manager und es gibt noch viele andere neue Sachen. Trotzdem soll das Template natürlich übersichtlich bleiben und schnell benutzbar sein. Also man möchte sich nicht da irgendwie durch 5 Hierarchiestufen durchklicken, bis man dann endlich mal beim gewünschten Punkt ist. Außerdem muss es anpassbar sein. Es gibt viele Erweiterungen, die sich in dieses Backend integrieren müssen und wollen. Außerdem soll es natürlich rückwärtskompatibel sein, so Joomla Version 3. Das heißt, dass ich einfach, wenn ich meine bisherige Webseite schon habe, dass ich die einfach mit einem Klick updaten kann auf die 4er Version. Wie gerade schon angesprochen, haben wir großen Wert auf responsive gelegt, dass es also wirklich von jedem Gerät gut bedienbar ist. Und ein großer Part war auch die Barrierefreiheit. Dieser Level AA von WCAG 2.0, dazu wird euch Christiane nachher noch mehr erzählen und ausführlicher erzählen. So, hier seht ihr gleich den ersten Eindruck, wenn ihr euch eingeloggt habt. Links seht ihr, wie es bisher aussieht, das sollte alle von euch kennen. Rechts, wie es aussehen wird. Ihr seht also schon mal viele Icons.
nennen sich Quick Icons, wo ich dann schnell zu vielen Punkten hinspringen kann, die normalerweise häufig genutzt werden. Neu kam eben hinzu zum Beispiel der Workflow ins Menü, dann die Module, sowohl die für die Seite als auch die für den Administrator, sind unter Content gewandert, was ich persönlich sehr gut finde, weil ich finde, es gehört da einfach mehr hinein. Außerdem seht ihr, dass das Menü von oben nach links an die Seite gewandert ist. Wie bereits erwähnt, gibt es neu die Quick-Icons, mit denen ich ganz schnell von meinem Control-Panel direkt auf die einzelnen Punkte, die normalerweise die wichtigeren sind, wo man häufiger darauf zugreift, schnell hinspringen kann und mich nicht eben wieder durch das Menü durchklicken muss. Eine weitere Neuerung, die es uns schnell möglich macht, auf gewisse Sachen zuzugreifen oder nicht zuzugreifen, um zum Beispiel schnell einen neuen Artikel oder eine neue Kategorie zu erklären, ist links im Menü dieses kleine Plus. Wenn ich da draufklicke, dann lande ich direkt in einem neuen Artikel erstellen bzw. eine neue Kategorie erstellen und muss mich eben nicht mehr durch das Menü hangeln. So, dann weiß ich nicht, wer von euch hat sich denn das Backend schon mal in den Farben angepasst? Oh, ja, wahnsinnig viele. Ich muss gestehen, ich habe es auch noch nie gemacht. Es gibt es, ich wusste es lange nicht, dass es das gibt, dass das überhaupt möglich ist, dass ich mir es anpassen kann. Jetzt in Backend Template 4 haben wir das noch ein bisschen erweitert und man kann sich noch ein bisschen mehr anpassen. Und das werde ich euch jetzt mal live zeigen. Na? Achso, ihr seht es schon? Gut. So, jetzt muss ich mal gucken, weil ich nur darüber schauen kann. Also ich hoffe, es funktioniert halbwegs mit der Bedienung. So, also so sieht das jetzt eben aus. Die Einlogmaske, neu ist auch hier dieses Modul. Ich finde es super. Automatisch installiert werden eben diese Links schon zu den offiziellen Hilfeseiten. Ich kann aber natürlich das Modul ändern und hier auch meine Kontaktdaten hinzufügen. Und mein Kunde hat praktisch immer meine Kontaktdaten parat, um mich schnell zu kontaktieren, wenn er Probleme hat. Finde ich persönlich super. So, dann loggen wir uns mal ein. So, jetzt. Jetzt. Genau. Und hier sehen wir unser neues Control Panel, eben hier mit den Quick Icons und den Menülinks. So, jetzt kann ich, wenn ich jetzt mir die Farben einstellen möchte, wie bisher ganz normal über das Menü gehen, indem ich aufs System gehe. Hier habe ich mein neues Dashboard, gehe auf die Templates und kann mir hier mein Template anwählen. Ich kann das Ganze aber inzwischen auch schneller machen, indem ich hier auf meinem Control Panel bin und hier einfach auf Templates gehe. Automatisch lande ich in den Site Templates und habe also ganz schnell Zugriff, wenn ich da irgendwas ändern möchte. Nachdem wir jetzt das Backend Template anpassen wollen, stellen wir hier einfach noch auf Administrator um. So, und hier habe ich eben meine Farbanpassungen. Wie ihr seht, für die dunkle Hintergrundfarbe kann ich hier nur einen Hue-Wert angeben. Warum? Und was ist ein Hue-Wert? Der Hue-Wert ist wirklich nur der reine Farbwert. Warum nehmen wir den? Weil, ich gehe hier nochmal kurz raus, ihr seht hier das Menü, das ist die dunkle Hintergrundfarbe und ihr seht, die Farbe ändert sich. Es gibt verschiedene Schattierungen. Diese Schattierungen berechnen sich. Und damit wir trotzdem diesen Kontrast für die Accessibility haben von größer 4,5, nehmen wir diesen Hue-Wert und setzen die Sättigung und die Lightness berechnet darauf, so dass diese Kontraste immer richtig sind, dass wir eben accessible sind. So, wir gehen wieder zurück.
So, und, oh, war ja. So, jetzt wird's lustig. Und geben hier die Farbwerte mal ein. Wo ist meine Maus? Hier. So, dann gebe ich den ein. Dann habe ich hier eine helle Hintergrundfarbe. So, ich hoffe, das hat er jetzt richtig. Die dunkle Hintergrundfarbe haben wir gesehen, wird zum Beispiel links fürs Menü benutzt und teilweise für Buttons. Die helle Hintergrundfarbe, das ist dieses helle Grau, was ihr hier im Hintergrund seht. Dann gibt es eine dunkle Textfarbe. Diese dunkle Textfarbe wird auf dem hellen Text dargestellt und genauso die helle Textfarbe auf dem dunklen Hintergrund. Ich glaube, jetzt habe ich einen Schmarrn erzählt, gell? Also die helle Farbe auf dem dunklen Hintergrund und die dunkle Schriftfarbe auf dem hellen Hintergrund. Die lassen wir bei weiß. Dann gibt es eine Linkfarbe. Die wir auswählen können. Und wir haben noch eine Special Color. Die Special Color wird verwendet, zum Beispiel hier oben ist das die Farbe und teilweise auf den Dashboards für die Überschriften. So, dann möchte ich ja, wenn ich das Template oder dieses Backend-Template für meinen Kunden anpasse auf die CI-Farben, möchte ich ja nicht nur, dass die Farben stimmen, sondern auch die Logos stimmen. Im Moment haben wir hier das Joomla-Logo drin und auch das wollen wir natürlich ändern. Jetzt seht ihr, ich habe hier drei Möglichkeiten. Ich habe hier einmal das Site-Logo, das entspricht dem, was hier oben ist. Das gibt es einmal eben in einer größeren Variante. Im Moment wird die kleine angezeigt. Dann wählen wir hier die kleine Variante aus. Und beim Login kann ich auch nochmal ein Logo angeben, das angezeigt wird. Und auch da wollen wir natürlich unser passendes Logo haben. So, wenn wir das Ganze jetzt speichern, okay, dann hat er irgendwas uns nicht übernommen. Wieso hat er uns das nicht genommen? Das ist jetzt der große Vorführeffekt, gell? Nein? Meine Maus? Wo ist jetzt meine Maus? Nee, sie kommt aber nicht mehr rüber. Ich sehe sie nicht. Die erscheint nicht mehr. Sie geht mir nicht auf einen anderen Bildschirm. Seht ihr sie? Ah, okay, jetzt ist sie da. So, probieren wir es erneut. Gut. Ja, so, dann wählen wir uns jetzt mal hier eine andere Farbe aus, die in dem Bereich ungefähr liegt. Nein. Okay, Fehler gefunden. Müssen wir nachher schauen, woran es liegt. Normalerweise sollte das jetzt in den Türkistönen erscheinen. Genau, ich habe hier also oben jetzt mein Joomla Day Logo und habe also auch die anderen Farben aus der Joomla Day Webseite eigentlich übernommen. Genau, wie jetzt zum Beispiel hier die Links und die Hintergrundfarbe. Ich hoffe, das könnt ihr halbwegs sehen. Naja, geht sogar. Gut. Das
war es eigentlich jetzt, was ich euch hier live zeigen wollte. Und dann gehen wir hier wieder weiter. Genau, die Live-Demo hatten wir gerade. Ein großer Part war eben auch, dass wir das Ganze responsive machen. Wie ihr auf dem Bild sehen könnt, wandern praktisch die Menüs links und von oben nach unten. Ich kann mir das Hauptmenü eben mit diesem X auf und zu machen, unten auf der Seite, es fährt dann hoch. Genau, und von oben die ganzen Bedienelemente wandern auch eben in den Footer runter. Wer sich noch mehr anpassen möchte, kann dies gerne tun über die Custom CSS und diverse Overrides. Leider sprengt es jetzt etwas den Rahmen, das alles genauer zu zeigen. Wir würden euch nämlich gerne noch genauer die Barrierefreiheit zeigen, da das eben ein sehr großes Thema war und ein sehr aufwendiges Thema war. Und das erzählt euch jetzt Christiane. Ja, also mein absolutes Lieblingsthema, Accessibility. In der neuen Version haben wir diesen Kompatibilität, diesen Konformitätsstand AA erreicht. AA bedeutet, dass keine Benutzergruppe ausgeschlossen ist bei der Bedienung des Template, bei der Bedienung des Backend. Das Backend selber ist da überaus umfangreich. Und wir benutzen das einerseits als Werkzeugkasten, um eine Seite aufzubauen. Aber auf der anderen Seite haben wir die User, die dann dieses Backend bedienen. Solche User können ganz unterschiedliche Arten von Behinderungen haben. Es fängt ganz einfach an mit einer kleinen Farbsehschwäche, mit einer, könnte jeden von euch treffen, mit einer Alterssichtigkeit. Diese Leute sehen, aber sie sehen eben nicht scharf. Und für solche, es ist eine sehr, sehr große Bevölkerungsgruppe, haben wir die Kontrastratio auf die verlangten 4,5 hochgesetzt. Das heißt, auch an Stellen, die normalerweise muted sind, das definiert man ja leicht, wenn man zum Beispiel Bootstrap verwendet, haben wir einen starken Kontrast. Wenn ihr jetzt über ein solches Backend mit der Maus drüber fahrt, dann erkennt ihr, dass sich die Maus an der Stelle, die wir als muted bezeichnen, in einen roten Kreis, in einen roten Verbotskreis verwandelt. So erkennt jeder, dass das muted ist, auch wenn der Kontrast zu stark ist, um das darzustellen. Eine weitere große Gruppe von Menschen mit Farbfehlsichtigkeit sind die richtig Farbenblinden, die nur Grautöne sehen. Oder auch Leute wie ich, die einfach am liebsten ein Backend monochrom sehen, weil ich nicht von vielen Farben abgelenkt werden will. Für diese Leute haben wir hundertprozentig darauf geachtet, dass keine Information nur über Farbe erkennbar ist. Wer nicht Rot und Grün unterscheiden kann, sieht es nicht so dramatisch, aber jeder erkennt an der Aufschrift, was es ist. Oder hier zum Beispiel, ihr seht das in der Version 3.9, diese Fettschrift. Aber ihr erkennt nicht ohne weiteres, dass das ein Link sein soll. In der Version 4 gibt es dieses Icon für externer Link. Das sieht jeder. So, jetzt kommt eine ganz große Gruppe von Menschen, die nicht mit der Maus hantieren können. Nicht jeder, viele Leute sind gelähmt, können die Maus nicht führen. Es gibt welche, die starkes Spastiken haben und die Maus nicht gezielt führen können oder auch starke Schmerzen haben. Die können tappen. Wo wir mit der Maus fahren, springen sie von Punkt zu Punkt. Diese Sache war sehr, sehr aufwendig und schwer zu testen und zu realisieren.
Brian Thienmann hat hier ein ganz geniales Plugin adaptiert, das aus allen Headlines, aus allen H1, H2, H3 Sprungmarken generiert. Damit kann ein User ganz gezielt sich ersparen, über Dutzende von Menüpunkten, Dutzende von Buttons, Dutzende von Areas zu springen und direkt das ansteuern, was er braucht. Da gibt es noch viele andere Punkte, das wäre zu weit führen, das hier alles zu besprechen, aber ein ist noch ganz wichtig. Das Backend ist auch barrierefrei für Blinde. Man hört jetzt oft, dass Blinde mit dem Backend sowieso überfordert sind, weil zu viele Elemente da sind. Das stimmt so nicht. Ihr müsstet mal sehen, was ein blinder Programmierer machen kann. Aber wir haben auch einfach Redakteure, die nur den Content bedienen. Und sie sollen mit dem Screenreader oder mit der Brailleschrift Informationen bekommen können. Ich kann das nicht vorführen. Ich kann euch nur ein paar Punkte erklären, die wir da realisiert haben. Es gibt Landscapes. Das sind Bereiche auf der Webseite, die ein Blinder direkt ansteuern kann. Es gibt zu allem und jedem Area-Attribute, die dem Screenreader, mit deren Hilfe der Screenreader dem Blinden erklären kann, was da ist oder nicht ist. So, und was in der alten Joomla-Version etwas undefiniert war, was ihr selber vielleicht auch macht, wenn ihr eine Oberfläche programmiert. Wir haben jetzt darauf geachtet, dass Buttons wirklich Buttons sind und nicht getarnte Links und umgekehrt. Links, die als Button daherkommen, die optisch als Button daherkommen, sind für den Blinden jetzt wirklich Links. Erkennbar für den Screenreader. Schließlich gab es noch diese Dutzende und Hunderte von Tabellen, die wir jede einzeln mit einer Caption versehen haben, also mit einer nur für Screenreader lesbaren Überschrift und mit Scopes, sodass die Bereiche der Header vorgelesen wird. Das müsst ihr euch wirklich im Quelltext anschauen, das kann ich nicht alles erzählen. Aber es gibt noch, abgesehen von der Barrierefreiheit, haben wir noch eine kleine Revolution im Backend jetzt. Ah, ups, fast vergessen. Ja, Extension-Entwickler sind jetzt ganz schwer gefordert, dass sie auch ihre Extensions barrierefrei anbieten. Sonst würde das alles zerstören wieder. Und jetzt kommen wir zu dieser Revolution, die wir jetzt haben. Das sind die Dashboards. Dashboards sind so Schaltzentralen. Ja. Sie bieten Übersichten über den Zustand. Sie bieten Steuerungselemente. Ich habe mal eine Vorlesung über Flugmedizin belegt. Und dabei durfte ich auch in einem Simulator ein Flugzeug fliegen. Hätte ich fliegen dürfen. Aber als ich so angetackert war an diesem Stuhl, da konnte ich das Widget nicht erreichen. Das war erst das Ende meiner Karriere als Kampfpilot. Und in Joomla haben wir jetzt lieber das Backend für den Benutzer anpassbar gemacht, statt dem Benutzer dem Dashboard anzupassen. Wenn ein Joomla-Dashboard können wir jetzt selber gestalten. Wir haben zu jedem größeren Bereich kann ein Dashboard aktiviert werden. Wie das Dashboard ausschaut, ist jetzt Sache des Entwicklers. Mit der Auslieferung von Joomla werden hier erstmal Submenüs angezeigt. Diese Submenüs sind eine Hilfe, lassen schnell zugreifen, aber sie können auch deaktiviert werden, ganz einfach hier am Dashboard. Und direkt am Dashboard können neue Module aufgeladen werden. Ich werde später zeigen, wie man so ein kleines Modul programmiert,
Hoffentlich, wenn der PC geht. Na, der hat schon gesagt, dass man mit Template Overrides auch das Backend verändern kann. Ich kann zum Beispiel, wenn ich einen blinden Redakteur habe, dem ich nicht die ganzen Tabellen zumuten will, könnte ich mit einem Backend Override, mit einem Template Override, einzelne Spalten einfach wegblenden. Hier ist aber wirklich darauf zu achten, Barrierefreiheit nicht zerstören, nicht einfach irgendwas reinschmeißen. Schließlich kann man auch die Menüs individuell aufbereiten, aber das führt jetzt zu weit. Das mache ich vielleicht nächstes Mal. So, und zum Schluss noch eine Sache. Nobody is perfect. Und in dieser Alpha-Version von Joomla, die wir derzeit haben, sind noch Bugs. Es sind noch viele Sachen zu testen. Und wir hoffen, dass 19. Oktober zu Pizza Bug and Fun viele, viele Teilnehmer kommen. So, vielen Dank fürs Zuhören. Das war unsere Vorstellung vom neuen Backend V4. Okay. Wir sind jetzt offen für Fragen. Die Nadja hilft mir diesmal. Dann machen wir Schluss, oder? Gut, also wenn keine Fragen mehr sind, dann wir sind fertig mit unserem Vortrag. Ach so, willst du das nochmal genauer, die Presets? Ja, wenn ihr, es gibt eine Sache, und zwar zu dem großen Menü. Hier. Dieses Menü ist bei der Auslieferung von Joomla aus Presets aufgebaut. Presets sind einfache XML-Dateien. Mithilfe dieser Overrides, dieser Presets, könnte man das Menü auch verändern. Wenn ich jetzt zu meinem Beispiel von dem blinden Redakteur annehme, dass ich dem die Arbeit erleichtern will, dass ich einfach Elemente wegnehmen will, dann könnte ich das an der Stelle machen, dass ich ihm über die Benutzerrechte ein eigenes Menü zuweise und dieses Menü reduziere in der Funktionalität. Es geht immer darum, das ganze Backend ist variabel, ist flexibel. Ich kann es genau auf die Benutzer zuschneiden. Ich kann zum Beispiel, wir haben hier diese Quick Icons. Diese Quick Icons können auch Zahlen enthalten, wenn man sie entsprechend einstellt. Mit diesen Icons könnte ich ganz gezielt meinen Benutzer mit zwei Icons die ganze Arbeit ersparen, sich durch das Menü zu klicken. Ja, also wesentlich. Wir haben jetzt natürlich mit einer Menge Fragen gerechnet. Möchtest du noch was sagen? Ja, möchtest du noch was zeigen? Die Frage war, was hinter dem Workflow steckt. Da sagt vielleicht am besten Benjamin was, oder? Benjamin. kannst du den gescheit erklären? Mit dem Workflow kann man
gewisse Zustände von den Artikeln definieren. Wenn man jetzt zum Beispiel eben ein großes System hat mit Redakteuren und dann der eine Redakteur schreibt den Beitrag und der darf aber noch nicht veröffentlicht werden, sondern da muss erst sein Chef drüber gucken. Dann kann ich mit dem Workflow so verschiedene Hierarchien definieren, die der Artikel dann durchlaufen muss. Genau, aber da vorne war noch eine Frage. Geht das? Weiß ich nicht. Also rückwärtskompatibel ist das Backend insofern als Extension-Entwickler sicher und diese Dashboards zum Beispiel können es verwenden oder auch nicht. Sie haben Quick-Icons, also Akeba zum Beispiel oder große Extensions haben selber Quick-Icons, die sie an der Stelle einsetzen können auf dem Dashboard. Die generelle Aufbau von Backend-Tabellen und Formularen, das muss man, ja, es ist weitgehend rückwärtskompatibel. Kann man weitgehend die alten Konstruktionen einsetzen. Aber muss die Accessibility dann wieder beachten, ja, wieder anpassen, wenn man das korrekt machen will. Ja. Die Darstellung von den Beiträgen, weil ich finde immer bei sehr großen Webseiten ist es unheimlich unübersichtlich, irgendwie Beiträge zu finden. Ich finde Kunden auch schwer, klar, man kann dann diese Bilder nutzen. Da hätte ich mir gewünscht, dass irgendwie eine strukturierte Darstellung vielleicht kommt. Oder so, oder etwas genauso jetzt wie in diesen Dreier-Systemen. Also die Frage war, wie die Artikel-Darsicht jetzt Darstellung jetzt ist. So, ich guck mal, dass ich hier wieder rüber wechsle. Dann kann ich es nämlich gleich zeigen. Da sind wir schon. So, also, da ist meine Maus wieder. So, und der Artikel. Super. Kann ich jetzt eben hierüber gleich einen neuen anlegen. So, den nennen wir jetzt irgendwie, wurscht. Also die, ne? Die Darstellung ist, sieht dann so aus. Also ich habe trotzdem einfach alle untereinander wie bisher und kann sie dann natürlich filtern über meine Filteroptionen hier, ganz normal. Genau, also daran hat sich jetzt nicht so groß was geändert. Ja? Ich wollte einfach noch sagen zu den Filtern, weil ich glaube, wenn ich da richtig sehe, man könnte sich auch einfach einen entsprechenden Link setzen mit schon einem Filter. Dann hat man ja die strukturierte Darstellung, die Kollegin haben wollte. Wenn ich den Filter setze und sage, zeig mir nur alle Rezepte an, genau, dann habe ich und mir dann den Link merke, ja, dann habe ich das schon so. Ja. Die zweite Sache war, ich glaube, die Frage gerade, die andere Kollegin gestellt hat, war, wenn ich die richtig verstanden habe, ging es eigentlich eher darum, ob das ISIS-Template in der Vierer nutzbar wäre. Weil ich glaube, darum ging es nämlich, dass die Anpassung, dass der Kunde sich nicht umstellen muss, bezieht sich aufs ISIS-Template und das geht auch im Vierer nicht so. Das wird beim Update auf die Vier sogar den geputzt. Mhm. Und das, was ich meine, das 3.10 wird ja gleichzeitig mit 4.0 veröffentlicht und das wird auch noch mindestens 2 Jahre dann entsprechend mit Security Updates und so weiter unterstützt. Das heißt, wenn man dann einen größeren, längeren Zeitraum braucht, auch für Erweiterungen das Ganze umzustellen, muss er nicht auf Tag 1 direkt auf 4 gehen. Muss nicht, also es zwingt keinen ein. Okay, hat es das jetzt besser beantwortet? Gut, super. Ja. Beispielsweise und hat dann eben da einen Button, jetzt legen.
Das ist dann dem Hersteller überlassen, ob er das so macht, also dass er automatisch solche Quick-Icons zur Verfügung stellt und die einbindet. Ansonsten natürlich, klar, kann ich, wenn ich jetzt hier auf meinem Dashboard bin, ich sehe es jetzt leider etwas schlecht, also hierüber kann ich dann zum Beispiel sagen, okay, ich kann es eben bearbeiten oder ich kann sagen, schmeiß es mir hier raus von dem Dashboard. Darüber kann ich eben mir das anpassen und ich kann hier eben sagen, okay, füge mir ein neues hinzu. Und da könnte ich dann eben zum Beispiel ein eigenes Modul machen, wo ich mir diesen Button reinsetze und das kann ich dann hierüber hinzufügen. Und dann habe ich es damit drauf. Also insofern kann ich es mir wirklich individuell anpassen. Entweder schreibe ich mir ein eigenes Modul dafür, was eben Christiane heute Abend noch zeigt, oder ich nehme irgendwie schon ein fertiges und binde es mir da ein. Im Prinzip kann er das selber, wenn er halt diese Module dann zur Verfügung hat. Ist es dann auch user-spezifisch, also sprich, der User A, der hat ein anderes Dashboard zusammenbar als User B? Ich meine schon, oder? Die Frage ist, ob user-spezifisch die Dashboards sein können. Was eigentlich nur sinnvoll wäre? Ob für jeden User ein eigenes Dashboard möglich ist. Ob ich für jeden User ein eigenes Dashboard machen kann. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ja? Theoretisch schon, über die Access Level. Wenn ich eine eigene Komponente schreibe, kann ich natürlich auch ein eigenes Dashboard dazu machen. Das ist ein View, genau wie jeder andere. Na, ob jeder Benutzer ein eigenes haben kann. Jeder Benutzer ein eigenes haben kann. Über die Access Level. Aber. Jeder Menüpunkt ein eigenes Dashboard. Ja, jeder Menüpunkt. Also jeder Hauptmenüpunkt. Jeder Hauptmenüpunkt. Ich frage wieder hinein, dass ich ja über verschiedene Access Level oder verschiedene User. Ich habe zum Beispiel einen Publisher, der ist einfach nur weiter limitiert, der macht das gleiche Dashboard, das ich jetzt als Super-User im Prinzip brauche. Oder der macht einfach einen schnellen Zugriff auf Artikel oder Inhalte und so weiter, dass der sich sein eigenes Dashboard eben zusammenstellen kann. Also, dass wenn ich einen Benutzer habe, der eben Super-User ist, dass der sich ein anderes Dashboard bauen kann als ein Redakteur. Ob das möglich ist? Ja, wenn ich ihm die Berechtigung gebe, kann er für seinen Content das Dashboard selber aufbauen. Okay, also man kann es jetzt schon machen, indem man eigene Menüs kreiert und dann die Templates dementsprechend zuweist. Wir müssen jetzt Schluss machen. Wer will, kann mich draußen noch ansprechen und Fragen stellen. Dann kann ich auch am PC direkt was zeigen. Also, Dankeschön.